Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu FIFA 17. Ich muss den Ton ein bisschen leiser regeln, damit ihr mich auch hört. So, Ultimate Team, FIFA 17, ist im Origin Early Access Dings, Origin Access Program oder so. Und ich werde erstmal meinen Stuhl runterfahren. Wir kaufen uns ein paar Sets, denn ich habe mein Konto ein bisschen aufgeladen und ich habe noch extra Sets bekommen. Dementsprechend gucken wir uns jetzt mal an, was dieses Spiel so für uns bereithält. So, das sind die Sets, die ich jetzt schon so bekommen habe, einfach durch Erfüllen von irgendwelchen Sachen. Damit fangen wir an, danach, ich habe 2.500 oder 2.225 FIFA Points, dann kaufen wir uns da noch ein bisschen was und gucken mal. Nö? So, fangen wir vorne an, nur Spielersets. Der neuen coolen Animation ZDM Pizarro. Ja. Scheint ein super Spieler zu sein. Den Rest kann man getrost ignorieren. Das war das erste Pack. Ja. Schmeißt einfach alles in den Verein. Fuck it. Huch. Ja, ja. Das ist nicht mein erstes Ultimate Team. Danke, FIFA 17. So. Nächstes. Sanchez, 79, rechtes Mittelfeld, 90 Tempo. Kann man machen. Kann man machen. Ich will natürlich eine Bundesliga-Mannschaft. Das ist zumindest mein Plan. Dafür brauche ich nur die passenden Spieler. Bis jetzt noch nicht, aber mal gucken. Oh, oh! Ja, Bundesliga-Mannschaft. Es kann beginnen. Bernard, Bayern. Ist okay. Kann man nehmen. Bayern ist völlig okay. Bronze-Set, ja gut. Das der Vollständigkeit halber machen wir das mal auf. Kano. Sieht witzig aus, bringt mir aber nichts. Alles in den Verein stecken. Gold-Set. Trommelwirbel. Soriano, und für dich habe ich getrommelwirbelt. Willst du mich nicht verarschen? Läpsch, weg damit. Noch ein Goldset. Trommelwirbel. Skorupski. Cooler Name, der Rest ist eher unnötig. Ah. Ein Belohnungsset. Wofür auch immer ich ein Belohnungsset bekommen habe, aber ich nehme es gerne mit. Rechtes Mittelfeld. Pchibeki. 93 Tempo. Was für Pace-Huren dabei sind, Alter. 93. Buda. Hier, komm mal. Kann ich dich irgendwie. Wieso kann ich dich nicht auf den Transfermarkt packen? Ich bin dagegen. So, Leihspieler-Belohnungsset. Machen wir einfach mal auf. Warum auch nicht? Ja, kann ich nicht gebrauchen. Scheißen wir drauf. So, Freunde, alles in den Verein bitte. Und dann geht's jetzt zu den Gold-Sets. Ich sehe schon, ich habe wieder viel zu viel Geld in dieses Spiel stecken. Set Nummer 1. Das ist geil. 91 Tempo ist nice. Diese Animation ist cool. Dass man so immer so mitfiebert direkt. Finde ich gut. Spanien würde ich auch noch ein Team mit aufbauen. Was haben wir noch so drin? Okay, unnützen Kram auf jeden Fall. Next one. Ein bisschen gehypt. Ich liebe Pack-Openings. Linker Flügel, Spanien. Okay. Im Moment sieht es mehr nach spanischer Mannschaft statt Bundesliga aus. Okay. Oh, schon den ersten doppelt direkt. Ich warte mal, bis ich. Kann ich den. Muss ich den jetzt irgendwie. Kann ich den nicht in den Verein. Achso, scheiße. Schnellverkauf, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob den irgendwer haben will.
Oder ich setze gleich einfach mal, das Spiel ist ja gerade erst frisch, also das Spiel, die Trial-Version ist ja gerade erst frisch raus, vielleicht setze ich die einfach mal gleich auf den Transfermarkt. Einfach aus Prinzip. Kolodziejczak. Geiler Name, Kollege. Also bis jetzt haben wir uns mehr die Zunge gebrochen als alles andere. Noch ein Spanier, ein Stürmer, alles klar. Was bist du denn? Ja. Problem ist, ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, alle abzustoßen, um Münzen zu kriegen oder alle in den Verein zu packen, um einfach Spieler zu haben. Wie viel würde das denn Stürmer? Wie viel würde das denn bringen, ist die Frage. Gucken wir mal. Ach, den Fritz, den habe ich gefühlt auch jedes Jahr direkt zu Beginn. Cooler Tattoo-Arm. Wie teuer wäre das denn jetzt? Nee. Wenn ich die jetzt alle schnell verkaufen würde, würde ich 1600 Münzen kriegen. Aber die Verträge brauche ich beispielsweise. Nee, es macht noch keinen Sinn. Erstmal geht's um Spieler sammeln. Guck mal, da ist Reus drauf. Reus, komm, gib mir was. Mainzer Torwart. Na. Was will ich denn mit einem Mainzer Torwart? Komm. Gib mir was. Einen geilen Spieler will ich rauskriegen. 20 Euro kann ich ein... 17 Euro. Ich habe ja hier so ein paar Prozente bekommen. Der Fred. Hallo Fred. Auch nichts Spannendes. Ich sehe es schon. Komm, wir kriegen hier... Wie immer, nicht viel bei raus. Aber wir schauen mal. Noch haben wir ja ein paar. Linkes Mittelfeld, Gladbach. Johnson, der ist okay. Der ist ordentlich schnell. Mit dem kann man spielen. Finde ich ganz gut. Okaka, Elia. Oh, da sind Münzen. Die möchte ich direkt mal aktivieren. Wir müssen gleich mal direkt auf den Transfermarkt gucken, ob da nicht zufällig schon die ersten paar Spieler drauf gelandet sind. Die ersten paar guten Spieler. Ribéry, Robben und Co. So, komm, bring mir Glück. Nein. Ach, linkes Mittelfeld habe ich doch schon. Kack, yes. Weg mit dir. 68 Münzen. Du hast mir ordentlich Profit gemacht. Und da ist Reus drauf. Da ist Reus drauf. Wo Reus drauf ist, ist auch Reus drin. Das ist gut. Torwart von Lyon. Jetzt ist die Frage. Kann ich den guten Herren auf die Transferliste packen? Kann ich. Das ist schon mal gut. Weil einen Lyon-Torwart brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den können wir gleich mal gucken, ob wir den vielleicht für ein bisschen Schotter verscherbeln. Den kann ich, warte mal, so. Ach, fuck, das dauert zu lang. Jetzt hätte ich jetzt so lange gewechselt, bis immer Reus drauf ist. Egal. So ein bisschen Aberglaube ist ja dann doch mit dabei. So, komm, bitte. Ah! Silva! Gute Passwerte, aber eine portugiesische Mannschaft werde ich mir, wieder ein Bundesligaspieler, werde ich mir nicht zusammenzimmern. Oh, die Münzen, sie schwinden. Sie schwinden und schwinden. Viviano Torva, 82. Sind gute Werte so, ne, aber... Der Rest ist halt Schmu. Muss man halt so sagen, wie es ist. Ich könnte ungefähr nochmal das Dreifache an Points gebrauchen, aber ich habe irgendwie keinen Bock, so viel Geld zu investieren. Oh! Jawohl! Jawohl! Nice, Alonso! Und Herrera! Oh, das ist doch nice. Das ist doch nice. Den seht ihr hinten gar nicht wegen meinem Bildchen, ne? Ja, das tut mir leid.
Alonso ist okay. Schon 2 Bayern-Spieler. Fehlen nur noch 9 für die Startelf. So. Ich bin immer so neugierig, es tut mir so leid. Jimenez. Unnötig. Okay, auch nichts Spannenderes dabei. So. Last but not least. Also doch least, aber... Wenn das der Neuer gewesen wäre, ich hätte sofort dieses Spiel geheiratet. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. Aber nice, haben wir auch schon mal ein Torwart für unsere Mannschaft. Das ist doch schon mal gut. 125 haben wir noch. Wir kriegen dafür ein normales Goldset. Da ist jetzt was Tolles drin. Ein seltener. Und das ist ein ganz seltener. Na, Morrison. Es war ein Versuch. Gut, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen. Frage ist jetzt natürlich, wo wir alles verballert haben. Transfers. Huch! Ja, ist ja gut. Ich wollte ja eigentlich den verkaufen, weil der scheint gut zu sein. Guck mal, gerade Preisvergleich. Toll. Der ist ja echt viel wert. 1001, 1002. Super. Ich glaube, für 10.000 werde ich den... Werde ich den jetzt nicht los. Ach, schade. Ich dachte, für den hätte man ordentlich noch was kriegen können. Wie sieht's mit dir aus? Du bist wahrscheinlich auch nicht gerade viel besser. Ne. Dann kommen wir da auch noch ein bisschen hoch und dann war es das auch schon. Ich würde mal gerne gucken, ob es jetzt schon Bundesliga-technisch Spielersuche von Bayern, ob es da irgendwas, Rafinha, Boateng, 63.000. Sanchez. Ich will ihn haben. Konar, Sanchez, Thiago, Mann. Schade, aber immerhin haben wir schon mal Alonso und ein Torwart links außen, das ist schon mal ganz nice. Das ist ganz gut. Dann belassen wir es jetzt dabei, Freunde. Wenn ich wieder ein paar Sets kaufe, nehme ich euch wieder mit. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.